sind Susanne und Christian. Wir haben nach einer mehrjährigen Europareise vor einigen Monaten ein 150 Jahre altes Haus in Dänemark gekauft, das wir seitdem renovieren. In der letzten Folge haben wir die alte Deckenverkleidung abgerissen und waren schockiert über so viel Dreck und Mäusekot. Wie wir es aber trotzdem geschafft haben, aus der dunklen Kammer, die unser Badezimmer vorher war, diese kleine Wellness-Oase zu zaubern, das seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Video! Das ist ekelhaft. Okay. Hallo Susanne. Oh, da muss ich aber nicht lumpen lassen, ja, das muss man sagen. Der Waschtisch ist weg, das habt ihr schon gesehen. Hier müssen wir jetzt bloß noch putzen. Hier haben wir die Mischbatterie abgenommen. Und ich glaube, wir haben wirklich tatsächlich so viel Glück, dass unsere neue Mischbatterie genau da dran passt. Also das hier ist die neue und die passt jetzt ohne Reduzierstück genau hier dran. Richtig cool. Das müssen wir dann bloß sehen, dass da kein Gewinde mehr übersteht, sondern dann schön genau sauber machen und kaschieren und dann ist das richtig cool. Hätten wir gar nicht gedacht, dass es passt, weil es Internetbestellung war und wir hier die Größen nicht wussten. Aber so ist es richtig cool. Besser geht's nicht. So, bei uns steht das nächste Kapitel im Bad an. Wir haben jetzt mal spaßeshalber die Badewanne reingeholt. Spaß. Und ja, das meine ich jetzt nicht ohne. Also wir gucken mal. Macht wirklich Spaß. Ja. Was macht Spaß? Na, die Badewanne hier reinzustellen. Ach, aus dieser so ekligen Gammeldusche ein kleines Wohlfühlbad zu machen. Ja, das müssen wir mal gucken, ob das gelingen wird. Ja. Also wahrscheinlich müssen wir dieses Becken da wegmachen. Das müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Das hier auf jeden Fall. Und wir gucken mal, ob wir die Wanne dann so reinstellen können oder nicht. Es wird spannend. Wir müssen jetzt hier diesen Sockel von der Dusche wegschlagen, damit die Badewanne dann hier hinpasst. Ja, genau, das müssen wir nämlich machen. Und damit nichts in unseren Abfluss fliegt, klebe ich den jetzt ein bisschen zu. Und der Chrissy hat sich schon bewaffnet. Herzlich willkommen beim Abrisssonntag. So, das Ding ist zu. Hier ist noch eins. Das mache ich auch zu. Du hast Metallchen, ne? Ja, ich weiß. Ich hatte eigentlich Stein und Fliese auch. Ja. Aber das habe ich scheinbar nur gedacht. Ich bin mir echt sicher, ich habe davon eins gekauft. Aber wo kann das sein? Ich guck mal oben im Schlafzimmer, ob das da noch liegt. Da lagen die mal in den Zimmer. Mhm. Ah, da versteht er. Guck mal, wer kennt es von euch? So kannst du nämlich dein unhandliches Werkzeug aufhängen. Und das hat der Chrissy nicht verstanden, das Prinzip. Nee. Muss man nämlich jetzt hier die Schlaufe wieder lösen. Da so fehlt es an PS-Leistung im Oberstübchen. Ganz genau. So, dann kann man nämlich ganz locker hier das abwickeln. Ja. Und ja, kann sein Werkzeug benutzen. Sehr gut. Und jetzt nochmal eine Frage, wo ist das Steinblatt? Das gehe ich jetzt suchen hier. Ach so, okay. Wenn das habe ich ja gerade gesagt. Wenn das noch kommen würde. Bevor ich gesehen habe, dass du so unfähig bist, das abzubauen, war ich eigentlich schon auf dem Weg. Also wenn das fließende Steinblatt noch kommt, das wäre ein Traum. So Leute, jetzt wird's ernst. Tut mir den Gefallen, wenn ihr solche Sachen macht. Denkt immer an den Arbeitsschutz. Wir sind da manchmal sehr, ja, sag ich mal, laissez-faire. Was? Ich habe immer alles ordentlich, ja, ordnungsgemäß gemacht. Also wir schneiden jetzt auch mit einem Metallblatt die Fliesen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber wir werden's sehen. Los geht's. Hier an der Wand, ne? Ja. Hier richtig so an der Wand, ne?
Jawoll, Idee. Guck mal, da zahlt sich's aus, dass gefuscht wurde. Ja. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas zum Rückbauen habt, ihr könnt mich mieten. Ich löse das Problem. Alter, wie gut kann das sein? Das ist doch richtig gut gegangen. Das ist auch schon ab hier, das kann ich so abmachen. Ja. Also. Jawolli. Können wir schöne Erfolge feiern. Ja. Und wir machen den Reflex rum, ey. Ja, geil. Wie geil kann das jetzt gegangen sein? Na, das war super. Ja, echt? Echt gut gelöst, ja. Jetzt nur noch hier vorne sehen. Die Marmorfliesen. Das Schwein. Die guten Marmorfliesen rausgehauen. Hast du eigentlich Angst bei sowas, wenn man intakte Sachen so kaputt macht? Ne. Na, ich schon, muss ich sagen. Hab da immer sch- also dass man es nicht wieder hinkriegt. Ja. Ja, gut. Also alleine würde ich das jetzt gar nicht machen. Im schlimmsten Fall hätten wir jetzt ein Fliesenleger oder irgendwie holen müssen. Das ging bis jetzt ganz gut. Hier ist, steht noch ein kleiner Steg sozusagen. Aber das hier ist gut weggekommen. Ja, und so müssen wir die Badewanne jetzt, glaube ich, schon hier hinstellen können. So, der Einsatz, der ist gut gelungen hier. Jetzt kann die Badewanne sozusagen hingestellt werden. Und als nächstes werden wir die Decke nochmal nachstreichen. Ansonsten sind wir aber übelst zufrieden mit dieser Glasfasertapete. Und dann werden im Zuge dessen auch noch die Wände gestrichen. Einmal mit dieser wasserdichten Farbe hier. Die wasserdichte Farbe heißt Fliesenlack. Falls ihr euch fragt und das nachbestellen wollt. Wie lässt es sich verarbeiten? Sehr gut. Auch sehr gut deckend. Also in unserem Fall, wir haben ja weiß. Da ist es ein bisschen schwierig. Farbenlöwe sagt, man muss maximal 2 Anstriche haben. Und das hat jetzt hier bei weiß auch absolut gestimmt. Hätten wir jetzt einen helleren Untergrund, also würden auf weiß streichen, hätte ein Anstrich genügt. Aber das Grau bzw. diese Farbunterschiede, die es hier gibt, von Grau, Rot und Hellgrau. Die haben schon so ein bisschen durchgeschlagen. Zum Beispiel hier in der Ecke sieht man das vielleicht. Naja, vielleicht auch nicht. Hier war es auch so orange in dem Bereich und hier war es grau. Und da sieht man schon so einen leichten Schimmer noch durchschlagen. Deswegen gehe ich hier nochmal rüber. Aber 2 Anstriche sind absolut ausreichend. Es lässt sich super verarbeiten, ist total ergiebig. Und ja, wir werden jetzt hier für den Raum, wir streichen 4 Wände, einen Boden. Wir werden insgesamt so 3 Liter Fliesenlack in etwa benötigen, vielleicht ein bisschen mehr. Ich mache euch am Ende auf jeden Fall nochmal eine Aufstellung, wie viel wir von was benutzt haben. Und alle Links natürlich findet ihr in der Videobeschreibung. Decke ist ein weiteres Mal gestrichen, wenn das trocken ist, kann die Lampe dran. Ich beschäftige mich jetzt weiter mit den Wänden und dem Fliesenlack. Ich schleife einmal noch hier die gespachtelten Stellen ein bisschen glatt und dann lege ich los. Die Farbe kann weg. Die Rolle muss ich jetzt erstmal in eine Plastiktüte packen, weil das Wasser ist ja gerade abgestellt. Und solange die Duscharmatur nicht dran ist, können wir dies auch nicht wieder einschalten. Deswegen muss das jetzt in so einer Plastiktüte bleiben, bis wir wieder Wasser haben und ich das ordentlich auswaschen kann.
Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt und euch unser Content gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns unterstützt und auf den Abonnieren-Knopf drückt, damit wir noch mehr solcher Videos für euch produzieren können. Susanne ist fertig geworden. Susanne, wie fühlst du dich? Oh, es ist super anstrengend, da die ganze Zeit mit dieser Lackschutzmaske rumzustehen. Aber ich habe jetzt die Wände alle fertig. Jetzt müssen wir gucken, wie das aussieht, ob ich nochmal rüber muss. Ich glaube schon an der einen Wand auf jeden Fall. Können wir kurz mal reingucken? Ja klar, aber Luft anhalten. Wie es geworden ist. Kleiner... Ja. Ist jetzt halt weiß, ne? Puh. Ja, das sieht jetzt natürlich ziemlich steril aus, aber ich verspreche euch, es wird geil. Schön. Genau, es wird richtig, richtig schön. Und ich weiß noch so ungefähr, wie das vorher war, so eine saunaartige, dunkle Muschi-Bubu-Höhle, alles war eklig und dreckig und hat gestunken und man hat sich so gewaschen und hat gehofft, dass man nichts berührt oder also dass man sozusagen beim Duschen nicht noch dreckiger wird als vorher. Und dann wird das jetzt einfach nur schön. So, Susanne bearbeitet zeitgleich das Bad. Da ist sie. Es gibt jetzt hier an der Wand nochmal so ein Cremeweiß, ist das, ne? Perlweiß. Ein Perlweiß. Hat nochmal ein bisschen einen anderen Farbton, aber sieht auch richtig schön aus, finden wir. Ja. Und die Fliesen werden dann braun gemacht? Nee, so grau-beige heißt die Farbe. Grau-beige? Also ein bisschen Ton in Ton mit der Wand. Bloß dunkler, etwas dunkler. Grau-beige. Machst du das heute noch, oder? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Mal sehen. Ja, schön. Freut mich, dass es dir auch gefällt. Auf jeden Fall. Da oben seid ihr. Hier unten bin ich. Ich sehe ein bisschen wild aus. Ich habe leider ein bisschen rumgeaast hier beim Streichen und habe, ich zeige euch das mal, hier so überall getropft. Und damit man die Tropfen dann nicht sieht, schleife ich die jetzt ab. Es handelt sich ja schließlich um 2K-Lack und der geht nicht einfach so ab. Deswegen schleife ich jetzt hier noch einmal so lang. Muss man nicht machen, also man kann ohne Schleifen und ohne Grundieren den Lack einfach verwenden. Ich muss es jetzt halt machen, weil ich da rumgesaut habe. Ich habe ringsrum alles abgeklebt, einmal mit Essig alles entfettet und geputzt. Jetzt gehe ich nochmal mit ein bisschen Bremsenreiniger drüber, damit es auch wirklich fettfrei ist und gut hält. Dann mische ich an und dann geht es los. Vorher gehe ich nochmal Pipi, weil dann kann man erstmal 2-3 Stunden hier nicht drauf gehen. Ja, und dann haben wir heute Abend neue Fliesen. Ich bin super gespannt, wie das aussehen wird.
Bevor ihr die Fliesenfarbe auftragen könnt, muss der Boden unbedingt staub- und fettfrei sein. Besonders wichtig ist das im Bereich der Dusche, wo die Fliesenfarbe durch Seifenrückstände ansonsten nicht haftet. Macht das also gewissenhafter als ich. Wie das ansonsten aussieht, seht ihr nämlich in wenigen Augenblicken. Allerdings wussten wir ja sowieso schon, dass dieser Bereich von der Badewanne verdeckt werden wird, weswegen es in unserem Fall nicht ganz so dramatisch war. So, ihr Lieben, ich habe noch die Maskenabdrücke im Gesicht. Ich lüfte jetzt hier einmal komplett durch und gehe so lange mit Teddy. Die hat schon vor der Tür gestanden und rumgefiepst. Die muss bestimmt mal Pipi, wie ich auch, aber ich kann gerade nicht gehen. Bus ist weg, Mini und Papa sind beim Sport. Ja, und wir machen uns jetzt erstmal auf die Socken, ein bisschen auslüften, auslüften lassen. Und dann schauen wir mal später, wie der Lack aussieht, wenn er angetrocknet ist. Ich muss noch die Fugen machen. Aber ich glaube, das geht erst morgen, weil ich dafür ja die Fliesen abkleben muss. Mal sehen, wie ich das mache. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los. Es geht weiter bei uns. Das Bad sieht schon sehr, sehr gut aus. Susanne hat die Fliesen gestrichen in der neuen Farbe. Die Wände sind soweit gestrichen. Es muss jetzt nur noch ein paar Ausbesserungen gemacht werden am Rand. Da ist aus Versehen nach dem Abkleben ein bisschen Farbe mit hinterhergekommen. Das sind aber keine großen Sachen mehr. Und als nächstes werden wir den Waschschrank und das Waschbecken anschließen und befestigen und diese Badewanne befestigen. Das wird der Auftrag für heute. Wir haben uns das gestern schon ein bisschen angeguckt, wie das genau gemacht werden muss. Und anstatt der Duschkabine kommt ja eine Badewanne in die Ecke. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Es sieht ganz vielversprechend aus hier. Mal gucken. Als nächstes hole ich mal den Waschschrank und das Waschbecken rein. Das ist der Waschtisch. Sieht echt richtig clean aus. Und das ist der Spiegelschrank. Der ist ein bisschen klein, aber ich denke mal, der wird trotzdem gut dazu passen. Ja, gucken wir mal, wie wir die montieren können. Jetzt hier mit ein bisschen Essig und Natron gemixt, versucht den Kalkflecken ein wenig Herr zu werden und schaut mal die Farbe dieser klaren Lösung jetzt an, nach ein bisschen Schruppen. Es ist Zeit für die erste Lampenanschließung. Es nimmt hier Form an dem Badezimmer, der Balken da oben, der noch nicht, den müssen wir nochmal neu machen, das sieht kacke aus und hingepfuscht, das soll aber...
gedrückt? Eigentlich habe ich nicht drauf gedrückt. Also der Balken sieht kacke aus, habe ich gerade erzählt, irgendwie war das Video aus. Ja, aber wir machen uns erstmal Licht, damit wir dann wieder weiter fuschen können. Nee, natürlich nicht. Es gibt hier so extra Gipskarton-Dübel, die schraubt man da ein und dann gibt es da passende Schrauben zu, sodass die Lampe dann auch gut in der Decke in den Gipskartonplatten hält. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine richtige Ahnung, wie man das macht, aber wahrscheinlich mit einem Kreuzbit irgendwie. Schauen wir mal, das kriegen wir schon raus. Wir haben die beste Methode rausgefunden, erst vorbohren. Erst vorbohren und dann kann man den Dübel ein Stück weit schon reinschieben und den Rest dreht man dann einfach mit dem Schraubendreher nach. So, das war Nummer 2 und jetzt kommt noch die Nummer 3. Das funktioniert wirklich hervorragend hier. Passen die Vakuumklemmen in die Lampe? Ja. Drücken wir auf den Lichtschalter, ob es geht. Und falls ja, dann kann man das ganz einfach so einschrauben. Jawoll, sieht gut aus. Dann kann man das nochmal ausmachen, oder? Nö, ich mache jetzt nichts mehr mit Strom. Ich muss das nur alles hier rein frickeln. Ja. Und dann halt doch mal nochmal aus, das blendet so toll. Die ist aber auch hell, du. Ja. Ein Bad braucht man doch auch nicht. Ich muss jetzt gucken, wo diese Stelle ist. Boah, aber es ist jetzt schon mal ein erstes Ding, was so fertig ist und es macht einfach nur ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Weil wir leben jetzt seit einem Monat, muss man sagen, auf der Baustelle sozusagen gefühlt. Und das ist echt mal ein gutes Gefühl, dass mal ein Teil fertig geworden ist. Also wir haben eine Lampe fertig bekommen. Warte mal, da muss jetzt aber noch dran passen, diese Sau. Mhm. So. Das war gut. Das ist nur an der einen Seite. Ja, ja, das muss einklicken. Oh, Scheiße. Oh, Hauptsache die Vakus stören nicht, ne? Nee, die stören nicht. Wir hatten, soll ich mal? Die Lampe hatte, wie gesagt, vorher. Ja, kannst gerne probieren. Warte mal, hier sind drei Dinger. Ja. Und ja, hier sind auch drei Dinger. Ja. Und man muss es von so da rein reinschieben, ne? Film du mal weiter. Also muss es von so da rein. Also muss es so gehen. Ah. Oh, meine Arme, jetzt hätte ich aber auch nicht viel länger halten können. Jetzt probieren wir es nochmal. Oh. Tada! Und ich finde die auch richtig schön, diese Lampe. Die ist so schlicht. Die war schon hier, ne? Ja, ja, die war wie gesagt in der Küche. Ein Träumchen, ich lieb's. Sehr, sehr nice. Ja, das macht echt ein gutes Gefühl, mal einen Teil jetzt mal so langsam fertiggestellt zu haben. So, weiter geht's. So, wir waren noch mal beim Obi, sind jetzt wieder zurück. Es geht langsam voran im Bad. Guckt euch das, es ist einfach nur ein Mess. Wir sind so richtige Messis. Ja, wir leben, komm, wir leben auf einer Baustelle. Ich möchte das nicht, wenn das zu Ende ist. Wir leben auf einer Baustelle und wir haben diverse Sachen hier ausgemessen. Der Waschbeckenschrank, Waschbecken oben drüber. Badewanne, der Abfluss für die Badewanne, da waren wir jetzt noch mal im Obi und haben noch Abflussrohre dafür gekauft. Ich hoffe, dass wir jetzt alles haben und dass wir das irgendwie zusammenkriegen. Das ist halt eine ziemliche Frickelei jetzt. Aber es wird, wir fangen jetzt an mit der Badewanne und gucken, ob wir sie reinkriegen. Also ja, wir haben das noch nie gemacht. Wir haben noch nie selber eine Badewanne montiert. Du? Nee, ne? Ja, schon 100 Mal. Mal. Wer kennt's? Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Das, nee, wir sind jetzt nicht irgendwie hier Sanitär-Handwerker. Wir sind gar keine Handwerker. Ich muss auch sagen, ich habe bei allen Sachen, die wir hier so gemacht haben, schon allerhöchsten Respekt für wirkliche Handwerker verspürt, die das jeden Tag machen und ja auch richtig professionell, schnell, gut da drin sind. Nicht wie wir, die hier ewig rum
fummeln, ehe da irgendwas fertig wird. Also Respekt an alle Fachleute. Auf Ihr jeden macht echt einen Fall. großartigen Job. Und wir versuchen irgendwie das hinzukriegen, sodass es einigermaßen okay ist. Aber ja, wir geben uns auf jeden Fall Wir geben Mühe. uns Mühe und los geht's. Es nützt nichts. Wir müssen ran. So, mitten in diesem Mess ist jetzt der Moment gekommen, wo die Kuh das Wasser lässt. Wir schrauben jetzt in diese Wanne da diese Füßchen ein Ja, und vielen wir Dank. schieben es schon seit Tagen vor uns her und haben auch beide ein bisschen Respekt vor diesem Arbeitsschritt, weil wir Angst haben, dass die Wanne dann undicht wird, weil man irgendwie durchschraubt. Warte, ich halte, ich halte. Ja. Aber jetzt geht's auf jeden Fall los. Wie stelle ich euch denn mal hin? Ich stelle euch mal hier so hin. Also das Problem ist halt, dass So, ihr man. steht jetzt hier. Hält das? Ja, mach's vielleicht andersrum, ne? Das hält! Das Handy andersrum. Ach so, ja, na klar. Warte, ich drehe euch mal. Vorsicht, nicht, dass einem übel wird von euch. So, das sieht super aus. Und jetzt halte ich. Fixierst Ja, ich fixiere. Wo willst du zuerst schrauben? du? Fixier einfach in der Mitte. Ich will hier Und dann anfangen. schlägt es ja aus, vielleicht. Du hast gesagt außen, ne? Nimm die nächste. Ich habe gesehen, wo sie hingefallen ist. Du sagst außen, würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen, aber. Oh, das ging ja dann schnell. Wo ist die hingefallen? Nimm, hast du nicht keine mehr in der Hand? Jetzt mach aus die Seite und dann kannst du ja in Ruhe die Mitte machen. Dann drehen wir es um und gucken so vier Schraubenspitzchen durch und stechen einem dann in den Hintern, wenn man drin Dann nehme gehalten ich die ist. Flex ab und dann Keramikdicht. Siegerflex drüber. Oh, schon was Leckeres. Hier, ja. Ich will hier eine kleine Bewegtbildfesthaltung machen von dem Einstellen der Wanne. Oh, so geil. Oh. Also es scheint wirklich zu werden. Ich habe nichts dran geklappt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich meine, wann hat man schon mal eine Wanne installiert? Und es ist auch noch nicht Schluss. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Ja. aber es ist ja schon Abend von daher. Oh, es wird so toll. Jetzt mal hingekriegt, dass die Badewanne Wasserwagen genau in jeder Ebene gerade steht. Ja, nach, sage ich mal, ein, zwei Stunden. Wir haben jetzt den Wasserablauf getestet. Wir haben ja hier so ein, ich weiß nicht, haben wir das schon mal gezeigt? Wir haben ja so einen großen Wasserablauf im Bad, den wir für den Ablauf für die Badewanne nutzen werden. Und hatten heute uns ein bisschen mit KG-Rohren und Reduzierungsstücken und sowas auseinandergesetzt und das im Obi besorgt. Und wir haben jetzt einen Probedurchlauf gemacht mit, ich glaube, das war das Endstück hier. Und es funktioniert sehr gut erstmal. Also spannend wird es dann nochmal, wenn ein ganzes Volumen einer Wanne da reingeht. Man muss auch ein bisschen Oh. erst Vertrauen entwickeln. Ja, aber bis jetzt ging es eigentlich tadellos. Jetzt werden wir, nachdem wir die Wanne jetzt gerade hingestellt haben und die Füße justiert haben, werden wir die jetzt noch an der Wand festmachen mit so Haken und Schrauben. Und dann steht die fest und kann auch nicht mehr verrücken dann, wenn wir das hinkriegen. Und dann sind wir erstmal zufrieden. Mehr können wir, glaube ich, heute nicht erreichen. Also die Was? Wanne Wir würden hat uns noch sich. den Spiegelschrank und das Waschbecken anschauen. Ja, das können wir vielleicht auf morgen verschieben.
Die Wanne hat sich angefühlt wie der Endgegner auf jeden Fall. Ja, ja, aber es war auch wirklich, man hat es so ein bisschen vor sich hergeschoben, weil man schon wusste, dass das kacke wird. Und Wasser ist auch immer so eine Sache. Ne? Also wenn irgendwas nicht dicht ist, das ist einfach nur der letzte Piep. Und dann haben wir das schon so kommen sehen. Jetzt haben wir es vor uns hergeschoben, jetzt haben wir uns einmal drum gekümmert. Und wenn man dann erst das erste Mal da drin sitzt und sein heißes Bad hier im gemütlichen Zimmer genießt, dann wird man sich freuen, denke ich, dass man die Arbeit auf sich genommen hat. Also ich mich auf jeden Fall. Und Minnie sich auf jeden Fall auch. Und das sind schon mal 2-1. Du bist also überstimmt. Ja, für mich wäre so ein Duschbecken auch ganz in Ordnung gewesen. Ne? Naja, wir kriegen das schon hin. Was soll's. So, jetzt wie gesagt noch Löcher bohren, einhängen die Wanne und dann war's das. An dieser Stelle endet das heutige Video. Wie das Badezimmer final aussieht und welche Stolpersteine uns bis dahin noch erwarten, das zeigen wir euch beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!